Hallihallo, liebe Zuhörer, ich bin der Callcenter-Crusher. Heute habe ich eine Firma, die mich 5-mal angerufen hat. Natürlich, wie immer, völlig seriösisch. Die teilweise langen Wartezeiten, die mich die Betrüger warten ließen, um Informationen zu ergoogeln, habe ich rausgeschnitten, damit es kurzweiliger bleibt. Viel Spaß mit dem Video, nach dem Intro geht's wie immer los. Ja, hallo? Herr Löwinger, schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Support Manager von Trading Platform. Sie haben vor einiger Zeit eine Anfrage bei uns hinterlassen, also bei Bitcoin Superstar. Ist das noch aktuell bei Ihnen? Mit wem wollen Sie sprechen? Mit Gerhard Löwinger. Gerhard, wie war der Nachname? Wie bitte? Mit welchem Nachnamen? Mit wem wollen Sie denn sprechen genau? Mit Löwinger. Löwinger? Ja. Sind Sie sicher? Ja, Gerhard Löwinger. Buchstabieren Sie den Nachnamen mal, weil der kommt mir nicht bekannt vor. Also L, Ö, B, E, N, G, J. Was sind denn das für Buchstaben? Die kenne ich ja nun gar nicht. Dann, wie heißen Sie? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Das war die Frage. Mit Gerhard Löwinger. Nee, also den Nachnamen kennen Sie nicht. Wie sind Sie jetzt an meine Nummer gekommen? Weiß ich nicht, steht in meinem System. Ja, und wie ist Ihr System an meine Nummer gekommen? Dafür muss man eine Anfrage hinterlassen, also. Ah ja, und wer hat die hinterlassen und wann? Moment, am 9. Am 9. Januar? Ja, genau. Ist ja seltsam. Okay, und von welcher Firma sind Sie jetzt? Wir sind Trading Platform, ipgatetrade.pro. Mhm, okay. Also, haben Sie Interesse am Handel, an der Börse wahrscheinlich, oder nein? Ja schon, aber mein Nachname ist das nicht. Aber gut, dann erzählen Sie mal. Okay, alles klar. Wir sind Trading Plattform und wir helfen unseren Kunden, investieren zu beginnen. Dafür bieten wir 2 Angebote an. Erstes Angebot ist unser Finanzberater. Es ist ein Mensch, der mehr als 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat und er wird für sich handeln. Und er kann jederzeit Ihnen helfen, irgendwelche Fragen beantworten und so weiter. Und natürlich, Sie werden zusammen eine passende Strategie entwickeln und Geld verdienen. Zweites Angebot ist unsere Online-Trading-Kurse. Dort gibt es verschiedene Videos, Podcasts und so weiter. Mhm. Bei uns kann man auch mit 250 Euro, mit 500 Euro und mit 1.000 Euro einsteigen. Und dann in 1 oder 2 Werktagen wird unser Finanzberater nach der Überweisung natürlich mit Ihnen in Kontakt setzen. Ja gut. Mit was kann ich alles handeln? Sie können in 4 Finanzmärkte investieren. Also in Forex, in Rohstoffmarkt, in Kryptowährung und in Aktien. Also Aha. Alle. Ja. Okay. Gut, okay. Ja. Und was ist ja, bitte? Ja, also reden Sie weiter. Okay. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen dann? Ja, ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Wenn Sie möchten, ich kann unsere Lizenz und Garantieerklärung per WhatsApp oder per E-Mail schicken. Ja gut, aber erstmal über Ihre Firma. Ihre Firma ist wo bitte? IP Gate Group. Und wir befinden sich in London. In London? Ja, genau. Okay, ja, gut. Dann weiß ich das. Und es ist sehr laut bei Ihnen irgendwie. Haben Sie da eine Diskothek oder was?
Nein, die Musik spielt, weil wir haben verschiedene Menschen von verschiedenen Ländern und... Ach, und deswegen spielt Musik? Ja, damit wir nicht viele Sprachen hören. Ja gut, also aber so hört man ja, so versteht man Ihr Kunde ja gar nichts bei der lauten Musik. Aber hören Sie mich gut? Nee, das sage ich ja. Es ist viel zu laute Musik. Man kommt sich vor wie in einer Diskothek. Einen Moment bitte. Und jetzt ist besser? Na, minimal. Okay, gut. Gut, also Sie sagen, Sie sitzen in London, sagten Sie? Ja, genau. Ah ja, okay. Und wo sitzen Sie da in London? In Call Center. Ja, wo ist Ihre Firma in London? Ich brauche ja dann logischerweise, wenn ich bei Ihnen investieren soll, muss ich ja wissen, wo Ihre Firma sitzt. Moment. Ich guck mal. Wie? Sie wissen nicht, wo die Firma sitzt? Hallo? Ja, ich bin da. Ja. Können Sie das nicht beantworten, oder was? Kann ich, Moment. Ja, ist schlimm genug, dass Sie so lange brauchen, um eine Frage zu beantworten. Second floor, drei Panas Square, King's Cross, London. So, also, die Straße war? Pancras Square. Das ist schlecht zu verstehen, es ist laut und Sie sprechen undeutlich. Okay, Pancras Square. Also, buchstabieren Sie P wie Paula am Anfang, oder? P, A, B oder P? P, P. Paula, wie Paula. Ja, P wie Paul. Ja, und weiter? Dann A wie Andrew, also. Ja, und weiter? C. C wie Cäsar. Wie Crypto. Ja, das ist dasselbe, ja. Gut. Dann R, wie Robert. Ja. Dann A. Ja. Und dann S. Pancras Street? Ja. Pancras Square. Square. Mhm, Augenblick. Nummer? 3. Nummer 3. In London, in welchem Postalcode? Moment, einen Moment bitte. Sind Sie noch da? Hallo? Ja, ich bin da. Moment bitte. Sie sind plötzlich immer wieder weg. Man hört so gar nichts mehr. Moment. Also die Postleitzahl ist N1C4AG. Also Nordpol 1 Cäsar und weiter? N1C4AG. Mhm, okay. Und da ist Ihre Firma? Ja, genau. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Okay. Ja gut, und wenn Sie, Sie sind dann eine englische Firma und wie alt ist Ihre Firma denn? Also im Februar, in diesem Februar werden wir ein Jubiläum feiern, also 10 Jahre. Also unsere Firma ist im 2013 gegründet. Mhm. Im Februar, ja.
Ja, ich guck gerade mal so. Ja, gut, schauen wir mal. Also, jetzt Ihre Firma war, wie war das nochmal? Wie bitte? Wie war Ihre Firma nochmal? Wie heißt die? IP Gate Group. Pro. Ja, und Ihre Webadresse, also .de, .com oder? Moment. IP Gate Trade Punkt Pro. IP Gate Trade Punkt Pro. Punkt Pro. Ja, genau. Schauen wir mal. So, und die Firma ist, wie sagten Sie, 10 Jahre alt. Ja. Okay. Gut, und wie kann man dann bei Ihnen jetzt was einzahlen, würde mich noch interessieren. Nochmal bitte. Wie man bei Ihnen etwas einzahlen kann, wie man sein Geld einzahlen kann. Es hängt, welche Zahlungsmethode haben Sie? Ja, das frage ich ja gerade. Welche ist bei Ihnen möglich? Per Kryptowährung, wenn Sie ein Krypto-Wallet haben, dann mit Sofortbanking oder mit der Kreditkarte oder Debitkarte. Und dann, wir können einfach auch eine Rechnung erstellen. Ja gut, Rechnung brauche ich dann, aber ich würde gerne mit der Kreditkarte zahlen, wenn das dann losgehen soll. Okay, möchten Sie mit 250 Euro einsteigen? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber das, ja, weiß ich nicht. Das kann ich mir ja noch überlegen. Und wie kann ich dann jetzt per Kreditkarte überweisen? Dafür kann ich einfach einen sicheren Zahlungslink schicken. Ja, Ja. dann schicken Sie mir den mal. Per E-Mail, ja? Oder besser in WhatsApp? WhatsApp? Wieso WhatsApp? Ja. Es ist ein Messenger. Ja, natürlich. Aber Sie wissen gar nicht, wo Sie hier anrufen, stelle ich fest. Wie bitte? Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Ja, genau, weil wir im Callcenter sitzen. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Wie kann man auf einem Festnetztelefon WhatsApp haben? Wir haben an einer anderen Nummer diese WhatsApp. Sie verstehen kein Deutsch, richtig? Ich verstehe Deutsch. Nein, offensichtlich nicht. Ich sagte, ich habe kein WhatsApp. Ich habe Festnetztelefonnummer. Oder auch Ah, Festnetztelefonnummer okay, geht. dann schicke ich alles per E-Mail. Ja, gut, okay. Und welche E-Mail-Adresse haben Sie jetzt bei Ihnen da stehen? Moment. Jetzt sind Sie wieder nicht mehr zu hören. Hallo. Ja, ich bin da natürlich. Ja, aber Ich warum dachte. sind Sie dann immer gar nicht mehr zu hören? Was soll denn sowas? Ich höre Sie. Ja, aber ich zwischen die durch Sie nicht. Okay, ja, und? Hier steht, ich denke, das ist falsche Mailadresse, aber hier steht Gerhard Punkt Löwenger und dann, aber es ist nicht der, ja? Ja, wie und weiter? Wie ist es weiter? Moment. Jager Punkt EMA. Ja, EMA? Ja. Jager Mail. Sie können nicht mal lesen. Oh Mann, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Naja, gut. Aber ich glaube, ich weiß. Im Prinzip weiß ich alles, was ich wissen muss. Noch eine Frage. Als Investor möchte man natürlich auch gerne wissen, ob die Firma seriös ist. Wo sind Sie denn reguliert und registriert? Nochmal bitte. Wo ist Ihre Firma reguliert und registriert? Also, okay, kein Problem. Ciao.
Ach, schon ist er raus. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn da Silva? Ja, ist richtig. Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Christiane Stolz. Ich hoffe, Sie haben sich auf einer von unseren Trading-Plattformen angemeldet haben. Die heißt Oil Profit. Also ich bin Ihre Privatkontomanagerin. Sagen Sie mir bitte, ist das für Sie aktuell? Das ist grundsätzlich aktuell, ja. Ja, okay. Also dann erzähle ich Ihnen kurz, vielleicht in 1 oder 2 Minuten über unsere Firma und dann sagen Sie mir wieder, ob das für Sie interessant ist oder nicht, okay? Ja, okay. Welche Firma war das jetzt genau? Ja, also die Firma heißt IP Group, aber wir benutzen die unterschiedlichen Plattformen, die auf der Basis von IPGate sind. Aha. Und welche, okay. Welche nutzen Sie denn jetzt? Also, Ihre Anfrage habe ich von der Plattform Oil Profit bekommen. Ja. Gut, aber ich will ja nun wissen, bei welcher Plattform ich handeln kann. Wie bitte? Ich möchte gerne wissen, bei welcher Plattform ich handeln kann. Ah, also Sie können bei 4 Arten von Finanzmärkten handeln, also aber wir bekommen einfach die Anfrage von unterschiedlichen Plattformen. Ja, und bei welcher Plattform kann ich nun handeln? Das habe ich gefragt. Bei Oil Profit können Sie handeln bei zum Beispiel Business 2 Community. Nennen Sie mir doch jetzt bitte einfach mal die Plattform, bei der ich handeln soll. Also Ihre Plattform. Unsere Plattform. Entschuldigung. Unsere Plattform heißt IPGate. Also Sie werden von der IPGate-Plattform handeln. Gate und wie geht's weiter? IPGate und weiter? Weiter ist das also einfach den Namen von unserer Firma, IP. Ja, und nennen Sie mir doch bitte mal Ihre Webadresse von IPGate. Ja, Ihre okay. Plattform. Also IPGate Trade. Trade und weiter? http://ipgate.trade. Aha. Punkt Trade. Okay. Das ist. Ja, IPGate Trade. Okay. Ja? Gut. Jetzt weiß ich Bescheid. Okay, dann erzählen Sie mal weiter. Okay. Ja, also auf unserer Webseite können Sie eigentlich einen Tier sehen, wenn Sie das suchen werden. Internet. Was kann ich sehen? Ja. Einen Ochsen. Ochsen. Ja. Okay? Einen Ochsen. Ja, und die Webseite mit einem Ochsen, also ist unsere Plattform. Ja, also unsere Firma bietet Ihnen 2 Optionen. Also Sie können mit einem Finanzberater reden, der schon 8 Jahre Erfahrung hat in diesem Bereich und wird 10% von Ihrem Gewinn bekommen. Also es ist für Sie bequemer, weil wenn der Finanzberater produktiv wird, also dann bekommt er Geld. Und wenn er verliert, dann verliert er mit Ihnen auch. Also wir haben das so gemacht, um den Finanzberater zu motivieren. Also er berücksichtigt für Sie alle Ereignisse, also im Internet. Er sucht nach alles und macht für Sie Ihre persönliche Strategie. Und die 2. Option, wir haben einen Roboter. Er macht alles einfach mit der Hilfe von mathematischer Analyse. Aber er berücksichtigt solche Ereignisse wie zum Beispiel mit Cristiano Ronaldo nicht. Also wenn dieser Fußballspieler hat nicht eine Flasche von Coca-Cola gewählt, sondern eine Flasche von Wasser und dann begonnen die Aktionen von Coca-Cola sehr stark sinken. Also deswegen kann der Roboter nicht so viel Geld verdienen wie der Finanzberater. Also um
den Finanzroboter fertig zu machen, ruft Ihnen den Finanzberater einmal an. Ja gut, dann... Um mit dann Ihnen alles zu besprechen. Okay, ja? Gut. Das ist klar. Ja. Okay. Ja. Und das war jetzt alles, was Sie... Haben Sie eine Frage? Ja, natürlich. Ist Ihre Plattform, ist die Firma eine Firma, die schon lange am Markt ist und erfahren ist? Ja. Ja, wie lange sind Sie schon? Ich bin 6 Jahre auf dem Markt. Okay. Und ich kann Ihnen per E-Mail oder per WhatsApp unsere Lizenz schicken. Also, das ist kein Problem. Sagen Sie mir bitte, wäre das für Sie bequemer per wo sind WhatsApp Sie? Oder per E-Mail? WhatsApp habe ich gar nicht. Sie rufen auf einem auf einer Festnetzrufnummer an. Da gibt es kein WhatsApp. Okay, aber wir benutzen WhatsApp, also... Ja, ist kein Problem, aber ich nicht. Einfach, ja. Ja, okay, wir machen das für unsere Kunden, also um einfach für Sie bequemer zu sein. Nee, das ist nicht für mich bequemer. Dann kann ich Ihnen unsere Lizenz schicken. Okay, das ist gar kein Problem. Gut, okay. Sie sagen, wo sitzt Ihre Firma überhaupt? Also, das Office befindet sich in London, aber wir benutzen das Computerprogramm für Anrufe, das solche Nummer auswählt, die keine Nebenkosten für den Kunden verlangt. Nein, also das ist ja nur Quatsch. Da, als Angerufener hat man nie Kosten. Das ist Quatsch, was Sie nur erzählen. Ja. Als Angerufener hat man nie Kosten. Das ist ja nun Blödsinn, was ich jetzt erzähle. Ja, vielleicht. Ja, nicht vielleicht, es ist so. Mhm. Es ist so. Aus welchem Land rufen Sie denn jetzt an? Ja, vielleicht. Ich rufe Sie aus London. Ja, und warum machen Sie das mit einer anonymen Rufnummer? Jede Firma, die mich anruft, jede Firma, die mich anruft, die rufen mich mit einer Firmenrufnummer an. Warum machen Sie das nicht? Also... Weil wir das Programm benutzen, also... Ja, aber... Aber da kam in dem Programm kann man doch auch einstellen, welches die anrufende Rufnummer ist. Also sprich, Ihre Firmenrufnummer. Warum machen Sie das anonym? Das ist ja in Deutschland sogar verboten. Eigentlich benutzen wir 2 Programme. Und in einem ist es anonym. Ja, in einem nicht. Ja, und da sieht man schon also mal, ja, das ist in Deutschland verboten. Sie rufen anonym an als Firma. Okay. Ja, das ist schon mal verboten. Gut, Sie sagen... Ich werde das mit meinem Chef besprechen, also gut, das kennt er nicht von mir ab, Entschuldigung. Ja, na gut, okay, Sie sagen, Sie sind in London dann also. Ja. Okay, und wo sind Sie dann in London registriert und reguliert? Was meinen Sie? Ich habe leider die Frage nicht so gut verstanden. Sie sind ein Finanzdienstleister. Sie müssen in London dann reguliert und registriert sein. Bei wem sind Sie registriert und reguliert? Also, das ist in unserer Lizenz geschrieben. Ich kann das leider nicht aus meinem Kopf jetzt sagen. Entschuldigung, ich brauche dann schlagen Sie doch einfach mal nach und nennen Sie mir mal Ihre Lizenznummer und wo Sie lizenziert sind. Okay, per E-Mail. Also, E-Mail haben Sie also? Ja, Sie rufen mich doch an. Welche Rufnummer haben Sie? Welche E-Mail-Adresse haben Sie denn da stehen? Das bestätige ich denn, wenn sie stimmt. Okay. Bei mir, Ihre E-Mail-Adresse ist rubio.da.silva@mdc.email. Ist das so? Das ist richtig, ja. Aber gut. Okay, ich werde dann, ja? Ja, gut. Also Sie können mir jetzt nicht sagen, die Lizenznummer und wo Sie lizenziert sind, wenn Sie hier gerade am Telefon sind. Ich werde das jetzt gerade schicken per E-Mail. Nee, das können Sie mir doch einfach sagen, das ist doch viel einfacher. Ich komme jetzt gerade nicht an mein E-Mail. Ich komme gerade nicht an mein E-Mail. Darf ich bitte ausreden? Okay. Ich komme gerade nicht an mein E-Mail-Konto ran. Ich kann gerade keine E-Mails öffnen, deswegen frage ich ja. Ja, dann, ich verstehe, aber ich brauche ein paar Minuten, um das zu finden. Ja gut, die Zeit habe ich ja, ist kein Problem. Ja, okay. Also, die Nummer von unserer Firma ist
0420444900. Nein, ich rede von der Lizenz. Hallo? Ich rede von der Lizenznummer. Ja. Ich lese einfach alles von der Lizenz. Warum schreien Sie? Ich schreie nicht. Sie haben mich noch nicht schreien gehört. Okay. Verstehen Sie kein Deutsch, wenn ich sage, ich möchte gerne wissen, wo Sie lizenziert sind? Bei welcher Regulationsbehörde sind Sie lizenziert? Okay, darf ich weiterlesen? Ja, lesen Sie weiter. Mhm. Ja, also Office, Second Floor 3, Banker Square, King's Cross, London, England, N1C4 AG. Das war's jetzt? Hm? Ja, aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wo sind Sie lizenziert? Ja, vielleicht verstehe ich Ihre Frage nicht. Ja, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Warum rufen Sie in Deutschland an, wenn Sie kein Deutsch sprechen? Sprechen Sie Englisch? Leider spreche ich Englisch auch nicht so gut. Ja. Weil ich aus der Ukraine bin. Also ich bin wegen Krieg einfach geflohen. Ja, Entschuldigung. Ja gut, also wo schlagen Sie nach, wo sind Sie als Firma lizenziert und reguliert und wie ist diese Lizenznummer? Das will ich wissen. Ich habe eine Lizenznummer schon genannt. Nein, haben Sie nicht genannt. Wo, erstmal muss ich wissen, wo Sie lizenziert sind. Bei welcher Organisation sind Sie lizenziert? Okay, ich will echt Ihre Frage beantworten. Ich suche jetzt das in Lizenz, aber ich verstehe nicht einfach. Vielleicht. Ja, das ist, das merke ich, dass Sie jemanden anderen mit besser Deutsch, okay? Ja, dann rufen Sie jemanden anders ans Telefon. Gerade von okay, eine Minute. Ist das gar kein Problem? Ja, kein Problem. Okay, danke. Hallo. Hallo. Ja, mit wem spreche ich denn? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Kollege, Markus Ehlert. Ja, und dann hat Ihre Kollegin Ihnen nicht gesagt, mit wem Sie sprechen. Nee, noch nicht. Ja, dann fragen Sie da doch einfach mal nach. Ja, sie hat mich gerufen, um mich zu fragen, damit ich sie frage, worum geht's denn? Wie, was? Ihre Kollegin hat Sie gerufen, um mich zu fragen, worum es geht? Genau. Ja, wie gesagt, ich habe die Kollegin gefragt, wo Ihre Firma nun inzwischen lizenziert ist und reguliert ist. In das London. Konnte sie. Ja, und bei wem? Bei wem? Bei IP Gate. Nein, das ist ja Ihre Firma. Genau. Ja, ich habe gefragt, wo diese Firma lizenziert und reguliert ist als Finanzdienstleister. Ja. Ja, und? Ja, es ist doch egal, wo sie reguliert wird. Wir sind ja, wie gesagt, Account. Ja, ist so. Wir sind, wie gesagt, Account Manager. Wir bekommen Anfragen, bearbeiten die Anfragen, aktivieren oder deaktivieren es. Ja, na, schön. Also, wenn der Kunde fragt, wenn darf ich mal ausreden, bitte? Dankeschön. Also, wenn der Kunde fragt, wo eine Finanzdienstleister reguliert ist, dann können Sie das nicht beantworten. Naja, um solche Fragen kümmern wir uns ja nicht. Ja, ich habe Ihre Kollegin gefragt, wo Sie lizenziert sind. Und Sie wollte jemanden suchen, der Deutsch kann und der das beantworten kann. Sie können es nun auch nicht beantworten. Was soll ich da von Ihrer Firma halten? Ich bin ja auch keine Auskunft. Ich bin, wie gesagt, nur Account Manager. Ja, eben. Und für einen Account ist es wichtig, dass man weiß, wo eine Firma reguliert und lizenziert ist. Und Sie können das nicht nennen. Dann denke ich mal, scheinen Sie irgendwie nicht reguliert zu sein. Sehe ich das richtig? Hallo. Also hat das ja keinen Sinn. Wenn Sie mehr nicht mehr zu sagen haben, dann beende ich das Gespräch. Also ich zähle jetzt runter von 5. Und wenn Sie dann nicht geantwortet haben, lege ich auf.
5, 4, 3, 2, 1 und tschüss. Hallo? Hallo, Herr Rotemüller? Wer ist da bitte? Mein Name ist Heidi Glück. Melde mich bei Ihnen, weil Sie sich wohl fürs Trading interessieren. Ist das Thema noch aktuell für Sie? Ja, eventuell. Okay. Wir sind internationale Trading-Plattform mit dem Namen IPGate. Haben Sie schon Erfahrung auf dem Bereich von Trading überhaupt? Haben Sie schon getradet? Ich habe schon mal getradet, ja. Aha, per App, automatisch oder mit einem Finanzberater, wie war's? Ja, habe ich selber gemacht. Sie haben es selber gemacht, okay. Also bei uns sind beide Optionen möglich. Sie können selber traden, das heißt per App, wenn Sie es bevorzugen. Aber auch bieten wir dieses Trading mit einem Finanzberater. Ein Finanzberater wäre empfehlenswert, weil diese App, die ist so schwer kontrollierbar. Ein Finanzberater wäre also eine Person, die dann ihre Kontaktperson ist und die schon Erfahrung hat auf dem Bereich von Trading. Erfahrung von 8 Jahren, 10 Jahren, wir haben mehrere Finanzberater. Und gut bei uns ist, dass Sie dieses Trading mit Finanzberater 3 Wochen lang kostenlos testen können. Das heißt, Sie aktivieren bei uns ein Handelskonto und dann läuft dieses Handelskonto für Sie 3 Wochen kostenlos. Und Sie dann sehen sich hier um und dann haben Sie den ersten Gewinn und dann entscheiden Sie, ob Sie weiter traden mit uns oder nicht. Und wenn Sie nicht mehr traden möchten, dann kriegen Sie den Startbetrag zurück. Das ist garantiert mit einem Garantieschreiben, das Sie bei der Aktivierung vom Handelskonto gleich kriegen. Also schlicht und einfach heißt das für Sie, dass Sie bei uns nichts riskieren. Also den Startbetrag, wie gesagt, kriegen Sie dann zurück und der minimale Startbetrag wäre dann 250 Euro. Wäre das von Interesse für Sie? Ja gut, aber welches jetzt ist jetzt Ihre Firma? Das haben Sie ja noch gar nicht gesagt, so richtig. Wir sind internationale Trading-Plattform mit dem Namen IPGate. Okay, IPGate ist der Name. Okay, und Ihre Webseite finde ich auch, oder? Ja, könnte ich Ihnen zumailen, all die Daten und eine SCA-Lizenz haben Sie auch. Das, also können, Sie mir, das können Sie mir ja sagen. Oder ist das zu schwer? Nee, ist gar nicht schwer. Naja, gut, dann sagen Sie es mir doch mal. Die Webseite wäre dann IPGate. Und das war's? Ja, das war's dann, IPGate. Nee, und da, wenn ich IPGate im Browser eingebe, finde ich nichts. IPGate.trade. Ah ja, okay. Das wären wir. Das ist also eine internationale Trading-Plattform. Das haben Sie schon mehrfach gesagt. Das haben Sie schon mehrfach gesagt, dass Sie international sind. Ich hab Ihnen nicht gesagt, dass wir Hauptquartier in London haben, aber Büros dann überall in Europa. Das habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Ja, okay, und wo in der Europa haben Sie überall Filialen, auch in Deutschland? Ja, eben. Ich rufe Sie jetzt zum Beispiel vom Stadtrand Münchens an. München, okay. Ja. Gut, okay. Ja. Und wo sind Sie, haben Sie da die Adresse für mich? Die Adresse in München, meinen Sie? Richtig, genau. Von unserem Büro? Genau. Ja, okay. Ja, dann sagen Sie kann mal. Kann ich Ihnen ja geben? Ja. Hätten Sie dann eigentlich Zeit zum Einsteigen? Denn wenn Sie einsteigen, ich gebe Ihnen gleich die Adresse, kein Problem. Naja, dann sagen Sie mir doch erstmal die Adresse. Das dauert mir schon viel zu lange. Was dann dauert denn so lange? Sie wollen mir die Adresse nicht sagen, scheint mir so. Doch. Ja, dann los. Zack, zack. Aha, Sie haben Ihre Adresse nicht im Kopf.
Ich möchte bloß gerne wissen, ob Sie mal einsteigen möchten oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wenn Sie mir schon nicht die Adresse aus dem FF sagen können, dann stimmt doch da schon irgendwas nicht. Nee, doch. Nee, doch. Nee. Also das ist dann die Maximilianstraße, Ah, haben Sie jetzt gegoogelt, ja? Nee, warum denn? Sie sind eigentlich der Erste, der mich danach fragt, eigentlich, wo unsere Adresse ist. Okay, also Maximilianstraße? 19. Maximilian, ja, schreiben wir mal auf. So, 19. Und die Postleitzahl? Möchten Sie das auch gerne wissen? Ja, zu einer Adresse gehört eine Postleitzahl. Möchten Sie mich wohl anschreiben? Was möchte ich? Möchten Sie mich dann anschreiben? Nee, ich möchte einfach nur Ihre Adresse haben. Ich bin ein Investor und ich möchte gerne wissen, bei welcher Firma ich investiere. Und wenn Sie jetzt schon nicht mal Ihre Postleitzahl nennen können. Postleitzahl wäre dann 80. Ja? 80538. Ah ja, gut. So, da haben wir das. Okay. Und wenn Sie diese Woche einsteigen, das heißt heute, dann haben wir noch eine Promo laufen. Die Promo ist, wenn Sie 250 einzahlen, dann haben Sie noch 50 Euro als Welcome-Bonus auf Ihrem Handelskonto. Und dann treten Sie mit insgesamt 300 Euro los. Und dann haben Sie bald den ersten Gewinn. Und wie gesagt, in 3 Wochen haben Sie schon bestimmt Gewinn. Und dann entscheiden Sie, ob es Ihnen passt oder nicht. Und wie gesagt, mit dem Garantieschreiben riskieren Sie nichts, denn diese 250 Euro, Sie kriegen dann auf jeden Fall zurück. Wenn Sie nicht mehr traden möchten, dann wird das Handelskonto gelöscht und dann kriegen Sie die 250 Euro zurück. Sie werden ausgezahlt und dann, also verlieren Sie nichts. Es gibt keine Verluste. Ja, gut. Und Sie sitzen dann in München, in der Maximilianstraße. Sitzen Sie da direkt neben dem Kempinski oder wo sind die da? Also Kempinski sehe ich ja wohl aus dem Fenster. Wenn ich aus dem Fenster hinausblicke, dann sehe ich ja Kempinski und auch ein Kaufzentrum daneben. Ein Kaufzentrum? Ja, eben. Ja, gut, okay. Gut, und Sie sagten, Sie sind, wo sind Sie denn reguliert und gelistet, wenn Sie in Deutschland eine Filiale haben? Also eine FCA-Lizenz haben wir und wenn Sie sich diese ansehen möchten, dann könnte ich Ihnen diese zumailen, wenn Ihre E-Mail-Adresse stimmt. Nee, das kann ich ja ganz einfach überprüfen. Ich kann das ja online überprüfen. Ist ja kein Problem. Dann sagen Sie mir bitte mal Ihre FCA-Lizenznummer. Okay, sage ich Ihnen gleich jetzt. Ja. Ich öffne bloß die Lizenznummer und dann sage ich es Ihnen. Ja gut, dann los. Das dauert mir schon zu lange. Soll ich eigentlich finden? Bitte? Soll ich eigentlich finden? Ja. Könnte ich Ihnen ein paar Links zumailen, wo Nein. Sie die Lizenz finden? Nein, können Sie mir einfach nur sagen. Also diese Lizenz habe ich, ich habe hier jetzt einen Link zu dieser Lizenz. Nein, ich brauche keinen Link, ich brauche die Lizenznummer. Ich überprüfe das direkt bei der FCA. Ah, es hat wieder mal jemand Geburtstag. Eben. Ja. Eben. Und wie ist die Lizenznummer nun? Sollte ich eigentlich finden, denn ich habe hier diese Lizenz als Link. Ja, das nützt mir nichts. Ich brauche die Lizenznummer. Dann öffnen Sie die Lizenz, dann sehen Sie doch die Nummer.
Also die Nummer, die ich jetzt hier sehe, ist 042 044 044 90 90. Dann schauen wir doch mal. Nein, die gibt es nicht, die Nummer. Doch, bei mir gibt's. Ja, das kann sein, aber bei FCA gibt's die nicht. Merken bei Sie eigentlich gar nicht, wie lächerlich Sie sich machen? Sie sind nicht. Ja, Sie sind einfach nur ein Scammer, ein ganz mieser, beschissener Scammer. Sie sind schlecht vorbereitet und wollen andere Leute über den Tisch ziehen. Möchte ich ja gar nicht. Doch, deswegen rufen Sie mich ja an. Möchte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass Sie eine zusätzliche Einkommensquelle haben. Ja, ja, helfen, natürlich, natürlich. Sie haben keine Lizenz. Sie haben nicht mal eine Lizenz und da soll man einzahlen? Also, eine Lizenz haben wir schon. Nein, Sie haben mir die Lizenznummer gegeben und die ist nicht vergeben. Doch, die ist vergeben. Nein, ist sie nicht. Ich habe es gerade überprüft. Also Alpi Group PLC, da gibt es genau diese Lizenz unter dieser Nummer. Nein. Ich weiß nicht, was Sie da für Nummern haben, aber... So, jetzt bin ich für Sie da. Herr Nasebat, mein Name ist Helmut Sicher. Ich rufe Sie von IP Gate Trade an, von der Qualitätskontrolle. Sie hatten sich mal bei uns registriert und zeigen Inaktivität in Ihrem Konto. Können Sie bitte sagen, woran das liegt? Wann hatte ich mich registriert? Einen Moment bitte, das sage ich Ihnen. Ja, das muss ich jetzt raussuchen. Ich habe ja einfach eine Liste von Basen. Warten Sie, ungefähr, ich könnte Ihnen sogar genau sagen... Genau, darum bitte ich. 28.01. Ja, okay. Aha. So, und was wollen Sie jetzt wissen? Ich will wissen, warum Sie keine Interesse zeigen, sagen wir es mal so. Wieso? Ich habe doch Interesse gezeigt. Ich wollte mich informieren. Ah, Sie wollten sich nur informieren? Nö, ich wollte gerne mit einer sehr seriösen Firma zusammenarbeiten. Und was hat Ihnen bei uns nicht gepasst? Ja, ich habe über Ihre Firma habe ich eigentlich keine Informationen bekommen. Keine Informationen? Ja. Warten Sie kurz. Einen Moment bitte. Ich sehe hier gerade, dass Sie informiert wurden von der Helen Fox. Ja, Sie haben Infos per E-Mail erhalten. Oder. So, und was haben Sie mir vor. Was. Ja, aber gesprochen hatte ich mit der offensichtlich nicht, ne? Einen Moment. Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob Sie mit der sehen gesprochen Sie? Haben oder nicht. Den Namen kenne ich nämlich aber, nicht. So eine Sekunde, ich sage Ihnen mal genau, wie es war. Also Sie wurden zweimal von unseren Managern kontaktiert und auf welche Wege? Telefonisch. Telefonisch von der Helen Fox, telefonisch von der Würzinger. Und auch, ja, das war's eigentlich. Die Helen Fox hat auch noch per E-Mail eine, ja, wie schon gesagt, eine E-Mail zugeschickt. Ja gut, okay. Aber dann hat ja irgendwas nicht gestimmt. Ja, das ist ja die Frage. Ich würde gerne wissen, ich erkläre mal kurz meine Rolle. Meine Aufgabe ist festzulegen, warum wir Kunden verlieren. Verstehen Sie? Also Sie haben sich bei uns registriert, ja, und gehen keine weiteren Schritte ein. Sie haben Interesse gezeigt, aber dennoch halten Sie sich ein bisschen fern von der ganzen Sache. Und die Aufgabe ist es, festzulegen, wieso es so ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe das. Und was würden Sie denn dazu sagen? Kann ich Ihnen ganz klar sagen, weil Sie eine Betrügerfirma sind. Wieso denken Sie das? Also das, mich wundert das nicht, dass Sie sowas sagen, weil sowas... Sie sind, oft, das hören Sie oft, ja? Ne? Ja, weil es wahr ist. Ich bin von der Qualitätskontrolle. Sie müssen wahrscheinlich zufrieden, Leute. Die Qualitätskontrolle, ja, natürlich. Nein, okay, stellen Sie sich einmal mal vor. Nein, ja. ich stelle mich nicht vor. Nein, nicht Sie. Das, was ich sage, ja, wäre wahr. Ja, stellen Sie sich das mal vor.
Ja, Sie müssen verstehen, ich rufe ja nur unzufriedene Kunden an. Ja, die Chance, unzufriedene Kunden bei unzufriedenen Kunden zu finden, ist höher als bei Neukunden. Verstehen Sie das? So komisch sich das auch anhört, es ist halt so. Ja, und? Ja, das, ich meine halt nur. Ja, ja, was soll mir das jetzt sagen? Das soll sagen, dass ich das oft höre, nur weil ich unzufriedene Kunden anrufe. Sie müssen verstehen. Ich muss verstehen. Ah ja, was muss ich denn verstehen? Tut mir leid für diese Wortwahl. Ich will jetzt auch nicht zu nahe treten. Meine Aufgabe ist es nur festzulegen, wieso Sie kein Interesse haben. Sie meinen, Sie das habe ich Betrügerfirma. Richtig. Wo, wieso gehen Sie davon aus? Naja gut, weil ich recherchiert habe. Recherchiert. Und was haben Sie gesehen? Sehr wahrscheinlich Kommentare, oder? Eine ganze Menge. Dann sagen Sie mal, von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Das Augenblick. Ja. Sie rufen also aus England an? Ja, London. Ah ja, klar, okay. Und die erste Frage ist dann, Sie rufen aus England an, dann sind Sie ja bestimmt auch irgendwo registriert und reguliert. Natürlich. Ja, und bei wem? Mhm. Das können Sie bei unserer Plattform nachforschen. Nö, das frage ich Sie. Ich habe Sie jetzt am Telefon. Einen Moment. Ja, jetzt schalten Sie sich wieder stumm. Ist schon klar. Mal schnell nachfragen. Nein, einen Moment bitte. Ja. Und schon schalten Sie sich wieder stumm. Mein Gott. Es ist immer dasselbe mit euch Scammern. Wieso meinen Sie immer dasselbe? Ja, weil Sie sich stumm schalten, wenn Sie irgendwo nachfragen müssen. Ja, damit Sie den Lärm im Hintergrund nicht hören müssen, verstehen Sie? Ja, na gut, ganz okay. Mal. Ja gut, okay, so und? Was haben Sie jetzt? Ja, ich bekomme gleich eine Antwort, damit ich Ihnen die exakte Antwort geben kann. Ach, das wissen Sie nicht, mhm. Okay. Na, nicht frei im Kopf. Waren ja gut. Sie? Mhm. Als Firma weiß man eigentlich, wo man reguliert ist. Da haben Sie komplett recht, das ist auch mein Fehler. Richtig, habe ich, weiß ich. Mhm. Dürfte ich Ihnen eine kleine Frage stellen? Eventuell kriegen Sie dann auch eine Antwort, aber nur eventuell. Okay, sagen Sie mir, Sie haben gesagt, immer dasselbe mit euch Scammern. Richtig, bedeutet, genau. Dass Sie das öfters machen und dass das eventuell auch nur ein Scherz von Ihnen ist, dass Sie sich Nein, das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir vor Firmen wie Ihnen warnen. Betrügerfirmen. Ach, Sie sind ein YouTuber. Natürlich. Super. Ja, und wie heißt denn der Kanal? Sie sind doch so schlau. Sie werden das sicherlich schon finden. Ja, ich kenne da schon einige, aber die Stimme ist zum ersten Mal. Ja. Naja, gut, weiterhin will ich keine Zeit verlieren. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte das Spiel eigentlich auch ein bisschen verzerren können, ja, das hätte ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber... Ja, naja, gut, aber Sie haben ja sowieso keine Registrierung, die nachverifizierbar ist. Haben Sie ja nicht, weiß ich ja. Ich kenne ja Ihren Laden schon. Habe ich ja alles schon durch. Ihren Namen? Von unserer Firma, oder wie? Ja, natürlich. Ah. Ja, aber okay, ja, geben Sie mir doch einfach mal Ihre FCA-Lizenznummer. Haben Sie gerade nicht, ne? Ich schicke Ihnen alles per E-Mail zu. Okay. Ja, nein, brauchen Sie nicht. Habe ich schon zigfach bekommen. Ja, es ist alles nur gefaked. Okay, ich weiß es. Gut, ich rufe Sie dann später mal wieder an. Ja, ja, natürlich. Bis dann. Ciao. Ciao, Scammer. Ciao. Hallo? Hallo, Herr Nasenbart? Ja, wer ist da bitte? Guten Tag, Helmut Sicher, mein Name. Ja, guten Tag. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Gut soweit.
Super. Sie hatten sich bei uns registriert, ja? Wollen Sie eine Einzahlung jetzt tätigen? Wo war das? Haben Sie sich überall registriert oder nur hier bei uns? Ja, ich habe mich auf einigen Seiten registriert. Wieso machen Sie das? Ja, warum soll ich? Weil man natürlich eine Auswahl haben möchte. Weil man Informationen haben will und eine Auswahl treffen möchte. Sie gehen doch auch nicht nur in einen Laden, wenn Sie sich eine neue Hose kaufen, sondern Sie probieren verschiedene Hosen an, oder nicht? Nein, immer nur eine Hose. Ja, selber schuld. Ja, da haben Sie komplett recht. Ja, IP Gateways. Ah ja, ach ja. Ja. Na gut. Gut. Wie wäre das? Was? Wie wäre das? Was? Machen wir eine Einzahlung? Ja, nee, ich glaube nicht. Wieso? Weil ich ein bisschen informiert, mich über Ihre Firma informiert habe. Aber was meinen Sie denn? Ja, fangen wir doch mal andersrum an. Sie sagen ja, Sie sind irgendwie registriert, hatte ich rausgefunden, ja? Und reguliert. Aber wir hatten ja schon gestern ein Telefonat. Eben. Du kannst dich erinnern, super. Bitte? Du kannst dich also erinnern, super. Du? Haben wir irgendwie zusammen gespielt, dass sie mich duzen? Ja, natürlich, du hast mich gestern Betrüger genannt und ja, ich ja, sie, da siehst du Betrüger, dann habe ich ja genau den richtigen wieder. Also, was meinst du damit? Gestern hat dich nur ich angerufen, also niemand mehr. Also von uns. Ja, eben, reicht doch. IP-Gate Trade, ist schon klar. Und? Ja, was? Und du glaubst allen Ernstes, dass ich bei dir Geld einzahle? Natürlich. Ich zahle Betrügern Geld ein, natürlich, klar. Ich setze mir den Hut auch mit dem Kran auf, würde ein Bekannter von mir sagen. Wieso denn Betrüger? Sag mal bitte. Ja, das... gut, okay, gehen wir das Ganze doch mal durch. Wie ist Ihre... wo sind Sie registriert und reguliert? Ich kann mich halt so nicht daran erinnern. Schade. Und schon fallen sie raus. Warte. Einen Moment. Nein, ich hab hier was. Warte. Ich müde mich nicht mal. Diesmal, warte. Ja, bei der FCA haben wir eine Registrierung. Aha. Und unter welcher Nummer? Warte. Adresse, also Second Floor. Nein, nicht die Adresse, sondern die Registrierungsnummer bei der FCI. Ah, so super. Warte mal kurz, ich kenne mich damit halt nicht so super aus. Das merke ich, ja. Ja, ich muss auch nicht wissen, das Ganze von dir. Einen Moment, bitte. Hier. Die Nummer also, ja. Ich habe ja einfach einen Link bekommen, deswegen. So. Wäre das die Referenznummer? Ja, es geht ja beides. Okay. 1, 2, 2, 3, 3, 6. 1, 2, 2, 3, 3, 6. Ja. Okay. Dann schauen wir doch mal nach. So, Seite baut sich auf. So, und unter welchem Namen sind Sie dann registriert dort? Dem Namen? Nein, Moment. Ach, das wissen Sie auch nicht. Okay. Ich wollte einfach nur plaudern mit dir. Ja gut, schön. Wieso hast du so oft nicht angenommen? Bitte? Wieso hast du denn so oft nicht angenommen? Was habe ich nicht angenommen? Anrufe. Ich habe dich 30 Mal angerufen. Ja, und? Weil ich einfach keine Lust habe, mit dir zu telefonieren, mit Betrügern. Na, wir sind keine Betrüger. Ja, und? Haben wir jetzt den Namen? Ich bin dabei. Ich habe gerade meine Sekretärin gefragt. Die müsste mir gleich eine Antwort geben. Na, dann warten wir doch mal ab. Es kann sich ja nur um Stunden handeln. Ja, exakt. So, Und haben Sie heute viele Anrufe bekommen? Ach, ich sieze Sie sogar. Hast du heute viele Anrufe bekommen? Das geht dich gar nichts an. Oh, so frech. So gemein. Ja, natürlich.
Zu solchen Leuten also, immer. Wie lange hast du die Nummer noch? Das geht dich auch nichts an. Du wirst es schon erleben. Erleben? Ja, ich glaube nicht, dass ich so lange noch die anrufen werde. Ja, also auch diese Nummer. Na, ist doch schön. Aber ich habe ja nun jede Menge andere Nummern. Ah, okay. Wir kriegen dich mit Sicherheit schon häufiger ans Telefon. Okay. Und? Hast du jetzt endlich was oder können wir jetzt endlich das Gespräch beenden? Mann, du hast schon richtig gesagt, ja, wir können das Gespräch schon beenden. Ja, ich bin sehr interessiert daran zu plaudern. Nee, nein, mit Betrüger nie. Okay, dann tschüss, Betrüger. Ciao, ciao. Du hast vergessen aufzulegen.